Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Morning Meeting und Live Trading der Markteröffnung mit Jens Glatt. Mein Name ist Nels Cardoso-Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXLet und CapTrader. Wir schauen uns jetzt zunächst einmal den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen und am Ende des Tages müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. So wie immer, sehr wichtig an der Stelle. Ja? Okay. Jens, guten Morgen, auch nochmal offiziell. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und das Webinar mit uns machst. Gibt's ja eigentlich heute das Thema nur Fett, ehrlich gesagt, aber drumherum gibt's ja immer noch Brexit und heute Nacht war interessant, was auch den, wenn wir den Forex-Bereich uns angucken, australischer Dollar. Da gab es ja einen Kurssturz bei Eisenerz. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. War heute Nacht auf jeden Fall sehr interessant. Ich übergebe sehr gerne den Bildschirm und bin sehr gespannt auf deine Ausführungen heute. So, ja, dann erwischst du mich natürlich genau auf dem richtigen Fuß. Eisenerz ist natürlich genau der Markt, den ich auf jeden Fall trade. Ja. Da habe ich einen hochprofitablen Scalping-Ansatz. Ich bin da im Grunde genommen sekündlich unterwegs. also da habe ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber was natürlich außer Frage steht, ist auf jeden Fall die Korrelation zwischen Eisenerz und dem Australdollar. Ja, durch die Tatsache, dass Australien ein Land ist, welches primär Hard-Commodities exportiert, ganz besonders einen Abnehmer da in China findet, also deswegen nicht nur abhängig ist von eben der chinesischen Wirtschaft, sondern natürlich auch vom Eisenerzpreis generell. Den Aussie habe ich aber in der Tat jetzt heute nicht auf dem Schirm gehabt, auf jeden Fall. Also so viel kann ich schon mal sagen, bis jetzt jedenfalls. Den können wir uns ja gleich auf jeden Fall mal angucken. Muss an der Stelle jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen tatsächlich schmunzeln, ja, nämlich deswegen, weil ich vor kurzem erst gelesen habe von einem Trader, der in Eisenerz wohl irgendwie eine Position hatte, Asche auf mein Haupt, ich werde natürlich keinen Namen nennen, aber Asche auf mein Haupt, ich habe den eigentlich immer so gerne als so eine Art Kontraindikator auf dem Schirm. Und wenn der Eisenerz long ist, dann muss ich sagen, überrascht das jetzt ehrlich gesprochen für mich nicht ganz so, dass es da einen Kursschuss gab. Aber wie gesagt, wir gucken gleich einfach mal drauf. Ich habe natürlich auch nochmal den Risikohinweis hier, ganz, ganz vorbildlich, der sich allerdings ganz unwesentlich nur von dem unterscheidet, den der Nelson gerade gezeigt hat. Und dann natürlich meine Lieblingsslide mit meinem Buch. Da wir aber schon diverse Male darauf eingegangen sind, verweise ich einfach nur auf die Webseite trader-dasbuch.de. Auch deswegen, weil es für den einen oder anderen vielleicht ganz interessant sein könnte, sich da mal die Monte-Carlo-Simulation anzuschauen oder auch das Trading-psychologische Profil. Da gibt es natürlich auch noch eine kleine Einführung in das Buch generell, alles Weitere auf Amazon. So viel dann erstmal in dem Zusammenhang. Und dann blicken wir eben hier mal zack auf den Markt. Ich will es mal so halten, dass wir vielleicht, bevor wir jetzt durchstarten, dann mit Eisenerz und dann auch hier, man sieht, ich habe drei Positionen, die haben sich alle drei angeboten, mehr oder minder. Die bringe ich heute mal mit und will die auch zum Thema machen, aus gegebenem Anlass. Also das sind tatsächlich zwei längerfristige Trades und ein Trade, der einen Fokus hat auf der Fed heute Abend. Da werden wir drauf eingehen. Bevor wir uns allerdings denen widmen, also diese zwei oberen Euro-Australdollar, britisch Pfund, Schweizer Franken, der ein oder andere erinnert sich, wir hatten letzte Woche ein saisonales Muster Pfund, Schweizer Franken thematisiert, was natürlich auch hinsichtlich des Brexit ganz interessant ist und mit Ausblick auf die heute anstehende Inflation aus dem Vereinigten Königreich. Da wollen wir auch nochmal kurz einen Blick drauf werfen, auch weil das ein hochprofitables sogenanntes saisonales Muster ist. Also mit einer Trefferquote auf die letzten 24 Jahre von, was waren 87%, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, und mit einem sehr, sehr attraktiven Payoff. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr attraktives saisonales Muster, was auf jeden Fall einen näheren Blick lohnt. Aber bevor wir uns, wie gesagt, all dem widmen, die ein bisschen längerfristig sind, gilt es jetzt erst einmal hier mit der Open Range im DAX zu arbeiten. 96 ist das Tief und 7,23 das Hoch. So, demnach, weil wir oberhalb dieser blaufarbenen Linie notieren, das ist der EMA 50, gilt es erstmal einen Buy-Stop in den Markt zu legen. Wir kaufen die 11, 7, was hatten wir jetzt gesagt? 20, 23 waren es. 0,5.
kaufen zwei Kontrakte. Der Stop sitzt auf der 11,690 und den Take Profit, den setzen wir gleich im Verhältnis von 2 zu 1. Wir platzieren jetzt erstmal hier die Order. Zack. Also, das ist das klassische Szenario, was wir auch schon diverse Male jetzt vorbereitet hatten oder immer wieder präsentiert haben. Für die Open Range, ausgehend von dem Hoch und dem Tief zwischen 8 und 9.05 Uhr, da wird hier, da kann man das erkennen, diese zwei horizontalen, dünnen, rotfarbenen Linien, wird das Hoch und das Tief angezeigt. Und dann schauen wir, wo wir in Relation zu dem EMA 50 traden. Das ist also hier diese blaufarbene Linie. Relativ einfach, handeln wir drüber, handeln wir nur Ausbrüche auf der Oberseite, handeln wir drunter, handeln wir nur Ausbrüche auf der Unterseite. Offensichtlich handeln wir gerade drüber, ergo liegt eine Long Order im Markt. Das passt auch ehrlich gesprochen zu diesem S&P-Trade hier relativ gut, zu dem wir dann gleich noch mehr sagen wollen. Take-Profit-Level wird gesetzt im Verhältnis von 2 zu 1. Wenn man dann jetzt hier draufklickt auf dieses Mini-Terminal, deswegen ist das auch übrigens mega cool. Ich werde auch gleich noch andere Sachen zeigen, wie man damit richtig gut arbeiten kann. Aber das geht halt unglaublich schnell zügig von der Hand. Also eigentlich ist der MetaTrader ja so ein bisschen altbacken, vielleicht kann man es so gut formulieren. Hat alle Funktionalitäten, die man braucht, aber es gibt dann doch ein paar, ich sag mal, intuitivere Handelsplattformen. Und durch dieses Add-on, welches man sich übrigens meines Wissens nach kostenlos dann auch bei FX Flat von der Webseite runterladen kann, kannst du eben hier mit diversen Tools arbeiten, die das Trading unfassbar erleichtern. Also dieses Mini-Terminal zum Beispiel, welches man sich dann so darstellen kann, ist eine dieser Funktionen. Zweite, die werden wir gleich auch noch sehen, die ist in Bezug auf saisonale Muster ganz interessant. Das ist nämlich die Möglichkeit, mit sogenannten Smart Lines zu arbeiten. Die kann man dann so programmieren, dass bei Erreichen dieser Linie entsprechend eine Order dann rausgenommen wird, zum Beispiel. Also das heißt, ein Take-Profit, ein Time-Take-Profit mehr oder minder gezogen wird. Aber das auch gleich. Den Take-Profit, den geben wir dann hier ein mit, in dem Fall, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, aber es waren 33,5, wenn ich mich jetzt nicht recht irre. Das sind also 33,5 mal 2 sind 67, 67 Punkte. So, das müsste funktionieren. Ja, perfekt. Also das habe ich jetzt relativ einfach gemacht. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, was habe ich gerade getan? Eigentlich im Grunde genommen habe ich nur geschaut, wie ist das Euro-Risiko hier auf diesem Trade und habe das Ganze einfach mit 2 multipliziert. Und dann lande ich eben bei 2 mal 67, 134. Das ist dann offensichtlich ein CRV von 2 zu 1. Kann das Ding hier zumachen und damit ist die Order im Grunde genommen in den Markt gegeben. Und jetzt warten wir, ob diese ausgeführt wird. Alternativ gibt es noch eine zweite Möglichkeit, nämlich, dass wir unter den 50er EMA hier auf 5-Minuten-Basis rutschen, dann allerdings noch nicht ausbrechen, ja, aus der Range, also das heißt erstmal nur darunter schließen, dann würde dieser Buy-Stop würde zu einem Sell-Stop umfunktioniert, weil wir immer in Relation zu diesem EMA traden. Also das heißt, handeln wir drüber, wie gesagt, nur Ausbrüche auf der Oberseite, handeln wir drunter, nur die Ausbrüche auf der Unterseite. So, also so viel dann hier auf der 5-Minuten-Ebene und Intraday. Und jetzt, wie gesagt, schauen wir einfach mal. Grundsätzlich ist meiner Meinung nach im DAX, und dann kommen wir schon zu dem analytischen Bereich, die Long-Seite derzeit zu favorisieren. Wie gesagt, aus zwei Gründen. Zum einen wegen dieser, nennen wir sie mal Pre-FOMC-Announcement-Drift, glaube ich, ist die offizielle Bezeichnung. Also das ist etwas anders formuliert. Eine Tendenz, die sich über Jahrzehnte mittlerweile schon bereits etabliert hat, vor der FED-Sitzung, dass es eben hier zu einer Aufwärtsdrift kommt vor diesem Event. Und da gab es eine ganz interessante Ausarbeit, dann gibt es sogar ein Research Paper zu, welches dann aufzeigt, dass eben hier mit diesem Ansatz, der nur 8-mal im Jahr eigentlich funktioniert oder also nicht nur funktioniert, sondern gegeben ist, weil wir natürlich nur 8 Zinssitzungen eben entsprechend haben. Da ist es dann eben entsprechend so, dass wir von einem Buy-and-Hold-Investor, also jemand, der einfach nur beispielsweise ein S&P-ETF kauft, dass wir 80% der Gewinne aufs Jahr, die auflaufen, im Schnitt in der Lage sind, mit diesem Fettansatz zu generieren. Und das Interessante daran ist natürlich, wir beziehen uns, wie gesagt, nur auf 8 Tage im Jahr, die wir eigentlich investiert sind. Also das heißt, vom Vorabend, Dienstag, gestern, also heute durch die Zeitverschiebung, ist die Fettsitzung um 19 Uhr. Normalerweise ist sie ja um 20 Uhr. Da ist es so, dass wir gestern kurz vor 19 Uhr eine Long-Position eingegangen sind und diese dann kurz vor der FED-Sitzung eben tatsächlich schließen. Ja, so könnte man diesen Ansatz im Grunde genommen einfach
mal zusammenfassen. Und wie gesagt, das, was interessant ist, ist, dass nur 8-mal im Jahr dieser Umstand gegeben ist. Und dann ist es eben so, dass wir 80% eben der Performance eines Buy-and-Hold-Investors generieren können, was natürlich weniger Risiko bedeutet und was natürlich dann aus dieser Perspektive auf jeden Fall eine nähere Betrachtung eben bedeuten kann oder also eine Bedeutung hat auf jeden Fall. Das ist zum einen der Grund, weil nämlich nicht nur der S&P sich in diesem Zeitfenster eben bullisch präsentiert, sondern logischerweise auch zu erwarten ist, dass das für den DAX gilt. Der zweite Grund ist der, und ich glaube, ich habe jetzt auch gerade aus dem Augenwinkel schon gesehen, dass eine Frage darauf. Ah, okay, sie bezieht sich nur auf die Zeitebene, ja. Also das heißt, das bezieht sich nur auf diese 5-Minuten-Ebene. Das ist nur auf diese 5-Minuten-Ebene dieser Trigger. Ich dachte jetzt nämlich gerade aus dem Augenwinkel gelesen zu haben, ich habe nur je nach Timeframe gelesen und dachte, der Timeframe bezieht sich vielleicht darauf, ob man da in irgendeiner Form noch andere Betrachtung, also uns dominierende Zeitebene berücksichtigen kann. Das kann man natürlich tun. Das wäre dann allerdings etwas, was ich gerne als sogenannte diskretionäre Intervention bezeichne. Also das heißt, ich habe hier die 5-Minuten-Ebene, auf der wir unterwegs sind, wo die Order eingegeben ist. Und natürlich gilt es dann in diesem Zusammenhang zu schauen, wie ist denn zum Beispiel unsere dominierende Zeitebene gerade unterwegs. Und auch da kommt der zweite Grund, sind meiner Meinung nach Long-Positionen zu favorisieren. Das kann man nämlich daran erkennen, dass wir gestern ja einen sehr, sehr starken Lauf hatten, was auch immer der Hauptgrund oder der Grund für diese Dynamik auf der Oberseite war. Wir haben sie zu sehen bekommen. Und der DAX ist eben auf neue Jahreshochs ausgebrochen. Wir sind über 11.800 Punkte kurzzeitig gelaufen. Und dann waren die US-Märkte doch ein bisschen wackelig auf den Beinen. Wie gesagt, das ist überraschend, denn normalerweise rein statistisch betrachtet gehst du eigentlich von Stärke in die Fed aus und dann entscheidet die Fed im Großen und Ganzen, wie sich dann weiter der Kursverlauf darstellt. Also interessanterweise ist es so, dass die Fed-Entscheidung selbst jetzt performancetechnisch, egal ob es eine Zinsanhebung, Zinssenkung, Beibehaltung des Zinsniveaus war, keinerlei Auswirkungen auf eben die Performance dann im S&P hatte. Also der Performance-Effekt hier, der war im weiteren Sinne aus diesem Research Paper vorgehend quasi null. Und das ist insofern halt wichtig, weil das auch so ein bisschen unterstreicht, wieso die Strategie zu funktionieren scheint. Also das geht wahrscheinlich ein bisschen darauf zurück, dass man eben hier Marktteilnehmer sich zurücknehmen sieht, vielleicht aktuell sogar ganz besonders sich zurücknehmen sieht, eben durch die Unsicherheit, wie geht es eigentlich jetzt geldpolitisch weiter, in welche Richtung dürfen wir es jetzt erwarten. Wir haben einen ziemlich starken Lauf gesehen im S&P, seit hier, auf diese Geldfallen kommen wir dann gleich noch, seit den Jahrestiefs im Dezember, die wir markiert haben, das war nicht nur die Intervention der Trump Administration mit Steven Mnuchin und der Plunge Protection, die ins Spiel gebracht worden ist, sondern auch eben die Fed generell, die sich eben doch sehr, ja, mittlerweile dann doch flexibel im Grunde genommen präsentiert hat. Also im Englischsprachigen spricht man, glaube ich, gerne von so etwas, das nennt man U-Turn. Wir haben noch im September die Wahrscheinlichkeit gehabt von 3, eventuell sogar weiteren 4 Zinsanhebungen im Jahr 2019, also September 2018, und haben dann, nachdem hier im Dezember seitens des Fed-Chairmans Powell ein sogenannte ein Autopilot thematisiert wurde, auf dem eben hier diese weitere Reduktion auch der Bilanz, der aufgeblähten infolge des QE-Programms der Fed thematisiert wurde, dass dann Jay Powell gesagt hat, das läuft eben auf Autopilot, diese Reduktion. Das hat der Markt überhaupt gar nicht gut gefunden. Es ist auch auf harsche Kritik gestoßen, auch ganz besonders auf harsche Kritik natürlich seitens des Weißen Hauses, weil das natürlich zu einer Aufwertung des US-Dollars geführt hat, Turbulenzen nochmal beschleunigt hat, die sowieso schon sich über das gesamte vierte Quartal erstreckt haben und dergleichen. Und da hat man komplett zurückgerudert dann eben in den Folge, dann bereits Anfang Januar. Und jetzt passiert Folgendes, also, und das ist das, um was es mir eigentlich hauptsächlich geht. Wir haben eben infolgedessen eine sehr starke Performance gesehen in den letzten 3 Monaten. Wir sind auf dem Weg in Richtung Allzeithoch. Wir haben das Key-Widerstandslevel hier jetzt in dieser Woche überwunden. 2.815 Punkte ist es ungefähr. Und jetzt ist auf der Oberseite eigentlich gar kein wirkliches Ziel mehr, außer das Jahreshoch, Jahreshoch 2018, aber auch das Allzeithoch 2018 markiert, eben im Mittelpunkt des Geschehens. Also das ist da oben die ganz durchgezogene rotfarbene Linie. Und dieses Antizipieren einer geldpolitisch lockeren Fed ist auf jeden Fall etwas, was natürlich auch eine enorme Gefahr birgt, weil was soll die Fed jetzt heute Abend noch liefern? Ein QE4 wird es schon mal nicht sein, dafür sind die letzten fundamentalen Zahlen jetzt nicht so dramatisch schlecht gewesen. Klar, man könnte jetzt sagen, die letzten Non-Farm Payrolls, die waren enttäuschend, aber das alleine
reicht nicht aus, um jetzt dann bereits negative Zinsen und ein QE4-Programm irgendwie zu lancieren. Also das passt einfach nicht. Das heißt also, es wird jetzt eher so ein Wait-and-See sein, was die Fed heute Abend kommuniziert. Und das ist eben ganz interessant, denn es sorgt ja eben dafür, dass eben dann diese Börsenweisheit by the rumors sell the facts im Grunde genommen so ein bisschen in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. By the rumors kaufe das Gerücht, dass sie sich, ich sag mal, aktientechnisch freundlich präsentiert oder equity friendly, könnte man im Englischsprachigen sagen. Und dann wird das heute Abend vielleicht nochmal so kommuniziert und es kommt ein, wir warten jetzt mal ab. Und genau das könnte eine Enttäuschung nach sich ziehen, die dann eben im Aktienbereich zu einem Abkippen führt und eher einen Impuls auf der Unterseite eben initiiert. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Genau, aber Fakt ist auf jeden Fall, jetzt bezogen wieder auf die Strategie, dass das erstmal unterm Strich, wenn man das Szenario über die letzten Jahre, Jahrzehnte eben durchführen würde, durchspielen würde, dass das eben performance-technisch keinen wirklichen Effekt hat. Ja, also performance-technisch eben das auf plus minus null rausläuft und diese vorhergehende Drift eben dadurch begünstigt ist, dass sich institutionelle Marktteilnehmer wahrscheinlich erst ein bisschen zurückziehen und dann erst nachdem die Fed ihre Ankündigung getroffen hat und diese Unsicherheit aus dem Markt genommen hat, dann wieder beginnen entsprechend zu investieren. Wahrscheinlich eher sich Equity Overweight präsentieren. Also das bedeutet eher nach Risiko streben, besonders mit der Aussicht eben, dass die Fed hier eher wieder diesen sogenannten Fed-Put installiert hat. Das heißt also, den Markt schon stabilisieren wird, wenn es dort in irgendeiner Form zu Turbulenzen kommt. Jetzt bin ich ein bisschen gesprungen. Jetzt sind wir wieder bei dem Fed-Trade gewesen. Im Grunde genommen haben wir jetzt hier diesen blau markierten Trade folglich schon komplett durchgearbeitet. Dann können wir den Final auch noch abarbeiten. Diese gelbe Linie, die hier ist, das kann man wie folgt machen. Ich zeige das mal ganz kurz. Man kann hier eine Linie, sobald das Mini-Terminal drin ist, kann man in den Chart legen. Und die kann man jetzt markieren, da sieht man da die zwei kleinen hier Quadrate, oben und unten, dadurch ist die aktiv. Und wenn ich jetzt mit der Maus drauf gehe und auf meiner Tastatur Alt-GR drücke, dann geht hier zwar auch dieses Fenster auf, aber auf meinem Parallelbildschirm ist ein zweites Fenster aufgegangen. Ziehe ich mal kurz hier rüber. So, das sieht so aus und das ist eine sogenannte Smart Line. Und was man hier sieht, ist, dass ich dieses Ticket hier zu 100% schließen kann. Also das ist im Grunde eine Semi-Automatisierung meines Handelsansatzes über dieses Add-on-Package. Das bedeutet, genauso ist der Trade ja auch ausgelegt, ich möchte ja eigentlich nur im Zeitfenster von Dienstagabend 20 Uhr, aktuell 19 Uhr, bis am nächsten Tag zur Fed-Sitzung, kurz vor der Fed-Sitzung positioniert sein. Denn nur in diesem Zeitfenster ist eben diese Performance, diese positive Drift eben auszumachen. Und ich möchte demnach vor der Fed, um da nicht irgendwie überrascht zu werden, eben ausgestoppt werden, also den Trade dann rausnehmen. Und genau so ist dann eben diese Smart Line hier zu verstehen. Da kann man auch ganz genau drauf schauen. Es ist aktuell 20.45 Uhr. Also das ist natürlich begünstigt hier durch die aktuelle Serverzeit, die genutzt wird. Und das bedeutet, wir müssen 2 Stunden zurückgehen und landen dann bei 18.45 Uhr. Also kurz vor 19 Uhr unserer Zeit ist heute Abend die Fed-Sitzung. Und da fliegt der Trade dann eben raus, unabhängig da, wo er dann tradet. Wahrscheinlich aber eher im positiven Terrain. Jetzt habe ich gestern natürlich einen Einstiegskurs bekommen zu dieser Zeit hier bei 2844. Sind wir 10 Punkte drunter. Mal schauen, ob wir dieses Niveau noch erreichen. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass eben so diese gelbfarbene Linie zu verstehen ist. Also die ist genau so programmiert, dass genau dann eben um 18.45 Uhr unserer Zeit hier entsprechend der Trade rausgenommen wird. So, jetzt zurück zum DAX. Ich sehe nämlich gerade, wir laufen in Richtung der Tagestiefs, müssen aber noch warten. Das ist eine Besonderheit. Das ist jetzt tatsächlich eine Besonderheit. Wir müssen nämlich den Schlusskurs der 5-Minuten-Kerze abwarten. Ich will die aber gleich hier in den Markt legen, damit wir das zügig dann auch sofort gedreht bekommen. So, 15 Sekunden noch. Ich hoffe übrigens, dass wir drüber bleiben, weil sonst muss ich die Order gleich nochmal ändern. Dann müssen wir nämlich am Sell Stop, müssen wir nämlich ein Sell Limit machen, wenn wir da drunter fallen jetzt. So, Klick und dann wird die wahrscheinlich auch gleich getriggert. Und dann gilt es, das alles natürlich noch einzuordnen. Also, ich werde das gleich erklären, das muss jetzt ein bisschen schneller gehen. Also,
Sell Stop, wieso haben wir die jetzt gewechselt? Warum gehen wir jetzt Short, statt dass wir Long gehen? Und die ist übrigens immer noch nicht abgeholt worden. Das hat damit zu tun, weil wir in Relation zu diesem EMA hier jetzt drunter geschlossen haben. Und demnach gilt es, das zu drehen. Also wo wir vorher drüber gehandelt haben und auch hier diese Kerze noch, die handelte drüber. Ja, das kann man hier erkennen. Das ist ein ganz, ganz knapper, knapper Schluss oberhalb des 50er EMAs. Aber der verbietet dann an der Stelle die Order zu drehen. Also das heißt, wir müssen das immer in Relation zu dem EMA betrachten. Und jetzt sind wir drunter gefallen und deswegen arbeiten wir jetzt mit einem Sell-Stop, der aber, wie gesagt, noch nicht geholt wurde. Und was es natürlich jetzt gilt, ist, hier entsprechend den Stop zu positionieren. Also das heißt, jetzt da natürlich dann entsprechend anzupassen. 7,23,5, klicken wir wieder drauf. SL, zack, Fixed Price, 11,7,23,5. Dann haben wir den Stop da oben, zack, und dann den Take Profit, den gilt es natürlich wieder hier dann in Pips zu setzen, sind wir wieder bei 67, zack, und haben dann eben die 6,23, die uns automatisch ausgerechnet wird. Und so haben wir jetzt die Order angepasst. Übrigens, jetzt die Frage, okay, und wie verfahren wir jetzt weiter? Wenn wir jetzt den Sell Stop nicht zu sehen bekommen und der Markt wieder zurückläuft über hier den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, müssen wir wieder einen Buy-Stop draus machen. Also das ist im Grunde genommen jetzt unsere Aufgabe. Alles andere wird vom Markt geregelt, ob wir jetzt dann entsprechend short getriggert werden oder eben entsprechend nicht, neue Tagestiefs markieren. So, jetzt zurück zum DAX und warum ich eigentlich die Long-Seite favorisieren würde, deswegen so ein bisschen schwierig finde jetzt mit der Short-Seite, aber es ist halt System und das System wird dann eben rigoros befolgt. Das ergibt sich aus markttechnischer Perspektive. Also der zweite Grund, der erste war die, wie gesagt, FED-Drift. Der zweite ist die markttechnische Perspektive. Wir sind gestern hier auf 11.800 Punkte, auf neue Jahreshochs vorgestoßen und haben diese Jahreshochs hier auf der Oberseite eben nicht halten können, sondern der US-amerikanische Aktienmarkt, der hat sich dann in den Abend schwach präsentiert. Wir können nochmal vielleicht ausgegeben dann anders dann auch eben auf den 15-Minuten-Chart im S&P gehen. Ja, wir haben dann hier gesehen, dass der in den Abend sich sehr, 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 sehr schwach präsentiert hat und abgekippt ist, der Markt. Und das hat natürlich auch den DAX entsprechend beeinflusst und der DAX hat sich infolgedessen ebenfalls dann schwach präsentiert. Und wir haben diese, Verzeihung hier, die Stunde, wir haben diese Niveaus nicht halten können. Es ist aber was Interessantes passiert, denn wir sind in dieser Struktur steigender Hochs und steigender Tiefs, die sich jetzt über die letzten Tage, nachdem wir hier die 11.400er Marke haben, verteidigen können, das war Post der EZB übrigens, sind wir zurückgelaufen auf einen potenziellen Long-Trigger, nämlich in den Bereich hier ehemaliger Hochs, also jenem Bereich, den wir dann gestern Morgen erstmal dynamisch rausgenommen haben. Und dieser Rücksetzer gegen alte Hochs ist gemeinhin bekannt eigentlich als ein interessanter potenzieller Long-Trigger. Und deswegen bin ich eigentlich gegen diesen Bereich auch gerne bereit, mich long zu positionieren und finde es jetzt so ein bisschen schwierig, aber nochmal, das ist ein System und dieses System wird rigoros befolgt an dieser Stelle. Ja, also das ist nur meine persönliche Einschätzung. Genau diese, ich nenne sie jetzt mal etwas abfällig, Emotionen, obwohl es ist abfällig. Ich glaube nicht, ich glaube, auch ich darf die Emotionen haben. Oder Trader generell dürfen Emotionen haben. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass eben dieser Rücksetzer gegen diesen Bereich gefühlt diskretionär eher eigentlich eine Long-Einstiegsregion ist, aber das System durch die Gegebenheiten Open Range Breakout auf der Short-Seite bei Handel unterhalb des 50er EMAs, sollten wir aus dieser Range zwischen 8 und 9.05 nach unten ausbrechen, dass das eben dann vorgibt, die Short-Seite entsprechend zu handeln. Und ja, aus dieser Perspektive ist es dann eben entsprechend so, gefühlt wäre es die Long-Seite gegen diesen Bereich durch die Marktstruktur. Systemtechnisch wird es dann wahrscheinlich die Short-Seite werden, was natürlich aber auch zügig sich auszahlen könnte, nämlich begünstigt durch die Tatsache natürlich, dass wir hier mit Unterschreiten dieser, obwohl das sind die Tiefs das sind die Tiefs von heute Nacht, die haben eigentlich keine große Relevanz, also weil das nicht besonders unter hohem Volumen entstanden sein wird. Sollten wir hier einen größeren Teil dieser Bewegung von gestern korrigieren, dann stoßen wir natürlich auch relativ zügig allerdings in den Bereich eben Take Profits vor. Also da könnte dann durchaus noch ein bisschen Dynamik folgen. Ob allerdings mit so erhöhter Volatilität vor der FED gerechnet sein sollte, und nochmal, auch begünstigt eben durch diese FED-Drift,
wie gesagt, ist so ein bisschen zu bezweifeln. Also wohler fühle ich mich mit der Long-Seite fühlen. Nichtsdestotrotz, Short Order, die bleibt so auf jeden Fall bestehen, einfach weil das System es so vorgibt. Und dann schauen wir einfach mal, vielleicht überrascht uns der Markt. Kommt übrigens oft genug vor, dass ich eigentlich eher Gefühl in Richtung der einen oder eine die eine Seite favorisiere und dann am Ende des Tages mich überrascht zeige, dass der Trade, der gegen mein Gefühl eingegangen worden ist, weil er systembasiert war, eben dann doch den Take-Profit erreicht hat. Also kommt in der Tat häufig genug vor, weswegen ich dann auch jetzt tatsächlich keine Schwierigkeiten da habe, solch einen Trade zu machen, auch wenn ich gefühlt eher long bin, aber nichtsdestotrotz hat mich die Erfahrung über die Zeit gelehrt, dass ich da mindestens genauso oft richtig liege, wie ich ja auch, also mit meinem Gefühl richtig liege, wie ich auch mit meinem Gefühl falsch liege, was sich dann unterm Strich dadurch eben doch positiv auf die Kapitalkurve auswirkt, weil das Auszahlungsverhältnis 2:1 ist. Die Male, die ich falsch liege, da bezahle ich eben ein R, die Male, die ich richtig liege, verdiene ich aber unterm Strich 2 R im Schnitt ungefähr. So. Ja, das ist das Bild zum DAX und das wäre es dann auch in der Perspektive schon gewesen. Wirklich viel mehr Neues, Spektakuläres kann ich da in dem Zusammenhang eigentlich jetzt nicht berichten. Wir wollen uns dann mal dem Euro-Austral-Dollar widmen, auch deswegen, weil wir ja einen kurzen Blick werfen wollen auf den Eisenerzpreis. Also man kann das schon hier in der Kerze erkennen. Ehrlich gesagt, das ist zwar eine sehr choppige Struktur, das ist ein Tageschart, aber was wir hier erkennen, ist ja offensichtlich, dass wir dort bis in die Gefilde um 1,6070 vorgestoßen sind. Wenn wir nochmal auf die untergeordnete Zeitebene gehen, dann scheint dann doch offensichtlich, dass wir... Wenn du einen Doppelklick machst, dann versetzt das in den Normalzustand. Musst du nicht so scrollen. Echt? In der Preisachse. Ah, hier. Ah. Genau. Das sind übrigens die besten Gründe, nämlich hier diese Webinare zu machen. Ich habe das Gefühl, ich gehe immer schlauer hervor, als ich reingekommen bin in diese Webinare. Und das nur wegen dir, Nelson. Kann ich genau dasselbe sagen. Ach, du schmeichelst mir. Okay. Was man hier erkennen kann, ist offensichtlich über Nacht dieser Spike, und ich vermute mal, der wird genau eben mit dieser Turbulenz dann in Eisenerz das zusammenhängen. Ich will mal kurz Folgendes machen. Einen Augenblick. Und zwar so mache ich mal hier Market Watch auf. Ich bin jetzt mal gespannt. Normalerweise nutzen wir die Seite ja für den VIX, für die Volatilität beziehungsweise für die 10-jährigen Zinsen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die hier eine Möglichkeit bieten, Eisenerz auf den Schirm zu holen. So, Iron Ore. Gucken wir mal, was passiert. Also es gibt zwar so ein bisschen Iron Ore, aber das sind alles Firmen. Gut, wenn es MarketWatch nicht weiß, Google weiß alles. Deswegen gehen wir mal hier bei Google einfach Iron Ore ein. So, Eisenerz. Okay, Mining. Oder ich gucke einfach in die Chatbox und bekomme ein Bild. Ja, mach das mal auf. Gucken, was passiert. Ha, there we go. Also ein Bloomberg-Chart sogar. Perfekt. Also, da gab es diesen Absturz heute Nacht. Da kann man es offensichtlich erkennen. Das ist natürlich sehr interessant. Findet statt zum potenziellen Rollover hier. Ja, da kann man das erkennen, dass da wird in den nächsten Tag, obwohl, nee, nicht ganz, ne, 15 Uhr. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Passt das ungefähr? 4 Uhr? Aber gefühlt wird das wahrscheinlich genau diese Uhrzeit gewesen sein. Es kommt ungefähr hin, ne, 3 Uhr. Es hängt so ein bisschen jetzt von der Zeitverschiebung ab. Wenn das deutscher Zeit ist, Entschuldigung, nicht deutscher Zeit, sondern US-amerikanischer Zeit, also Eastern Time,
Iron Ore. Muss ich Asche auf mein Haupt, ich weiß gar nicht, wird der auch an der COMEX getradet, der Iron Ore Future? Könnte ich mir aber durchaus vorstellen. COMEX, New York, ergo 5 Stunden, kommt ungefähr hin auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt nur einen ersten Eindruck geben sollte, würde ich sagen, potenzieller Flash Crash, der stattgefunden hat, ist ein verhältnismäßig dünnes Zeitfenster, auch in dem wir uns hier natürlich bewegen, also dünn im Sinne von dem Volumen, welches wir hier zu sehen bekommen. Und da ist es natürlich relativ zügig dann möglich, solche stärkeren Turbulenzen eben zu sehen, besonders wenn bestimmte Kursschwellen über beziehungsweise unterschritten werden. Und wie es der Zufall will, ist aber ungelungen. Das ist jetzt reiner Zufall. Ich habe letzte Woche Freitag erst auf meiner Webseite einen Artikel thematisiert, und zwar Volatilität im Trading. Das war beziehungsweise das war der von der Vorwoche und dann schwarze Schwäne im Trading. Also nicht, dass das jetzt ein schwarzer Schwan ist, aber zu finden jk-trading.com und dann hier oben im Bereich Blog. Ich stelle den Link aber auch gleich mal ein. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant zu lesen. Einfach weil es ja immer wieder auftritt. Also Eisenerz ist jetzt ein Beispiel, aber eben auch Gold beispielsweise ist das schon häufiger passiert im Devisenbereich Anfang des Jahres. Wir erinnern uns vom 2. auf den 3. Januar. Da sieht man offensichtlich schon, da geht es um schwarze Schwäne. Da sind wir dann im japanischen Yen ebenfalls in solch eine Turbulenz geraten. Wir haben im letzten Quartal diverse Male massive Abschläge auch im Aktienbereich gesehen. Da habe ich auch ein Beispiel für den S&P, der ebenfalls sicherlich nicht nur Beachtung gefunden hat, sondern wo sich der ein oder andere vielleicht gefragt hat, was ist da eigentlich passiert? Und ich habe mich diesem Thema, diesen potenziellen schwarzen Schwänen oder auch mögliche Flash Crash und dergleichen, habe ich mich hier mal versucht, in diesem Artikel zu widmen und da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Das ist natürlich jetzt nicht abschließend, diese Betrachtung, aber es gibt vielleicht schon mal eine gute Idee, wie dann solche Kursverluste auch entstehen können und wieso zum Beispiel ab bestimmten Kursniveaus nochmal eher weitere Abschläge erwartet werden sollten. Also der Link ist jetzt in der Chatbox, warum da eher weitere Abschläge erwartet werden sollten, als dass es zu einer Erholungsbewegung kommt. Und das hat dann eben auch damit zu tun, wie zum Beispiel Hedgefonds oder auch CTAs, also sogenannte Commodity Trading Advisors zum Beispiel, wie die ihre Risiken berechnen und wie die auch ihre Stops setzen. Also das sind weniger eigentlich Stops, die einfach in den Markt gegeben werden, so wie wir das als Privatanleger tun, sondern das sind eher eben Verlustschwellen, mit deren Unterschreiten oder Überschreiten, je nachdem, ob es eine Long- oder Short-Position ist. Aber wenn die Equity Long sind, gehen wir jetzt mal von Unterschreiten aus, dass die dann eben beginnen, automatisiert Positionen zu reduzieren von bestimmten Allokationen, wie sich dann zum Beispiel Fonds zusammensetzen. Also hier so kann man sich das eigentlich vorstellen. Ja, das ist ein in Anführungsstrichen traditionelles Portfolio, ja, wie man so bei solchen Risk-Parity-Ansätzen zum Beispiel arbeitet. Und dann sehen wir eben bei einer Risikoallokation zum Beispiel, dass da 90% in Aktien investiert sind. Und dann wird eben ausgehend von der jüngsten Volatilität, von den Schwankungen im Markt, werden eben anhand von statistischen Kennzahlen, und da kommen dann solche sogenannten zum Beispiel 1-Sigma, 2-Sigma, 3-Sigma-Events und dergleichen, werden eben dann Anpassungen des Portfolios vorgenommen. Und dieses Beispiel damals hier vom 10.10. war es oder vom 9.10. auf den 10.10. Und den Chart, den kann man dann hier unten erkennen. Da gab es eben eine unfassbar rote Kerze. Die fällt jetzt hier gar nicht so auf, weil die Turbulenz dann doch sich über das gesamte vierte Quartal zog, 2018. Aber das war schon ein ziemlich heftiger Handelstag, wenn wir bei 2880 in den Tag kommen und dann ab 2808 Punkten, wo der Markt eben schon 72 Punkte oder mehr als 3% unter Druck war, oder rund 3%, so muss man sagen, dass da nochmal sich ein Schub anschließt, der uns deutlicher unter 2800 Punkte sogar geführt hat. Und warum, wieso, weshalb? Das hat eben damit zu tun gehabt, dass eben dort eine Gewichtung von 57% Aktien bei 2880 Punkten eben war und dann eben Aufzeichnungen gezeigt haben, dass bei einem Rutsch unter 2806 diese Positionierung hier nochmal reduziert wird, dann nur noch auf 43,2%. Und dann fangen die eben an, ihr Portfolio entsprechend umzuschichten, ja, und eben aus Aktien raus in beispielsweise Anleihen rein, um eben diesen Auszahlungsverhältnissen, die Investoren natürlich vorgeben, bei der Übergabe des zu verwaltenden Kapitals an den Fonds. Da wird eben gesagt, pass auf, das ist meine Vorstellung, so und so ist mein Risikoprofil und jetzt kümmere dich darum, dass das Geld entsprechend so verwaltet wird. Und um diesen Vorstellungen der Investoren nachzukommen, müssen eben dann solche mathematischen Modelle anhand von Statistiken zum Beispiel erstellt werden. Und so arbeiten sehr viele
Hedgefonds und CTAs eben ganz besonders in diesem sogenannten Risk-Parity-Bereich. So, lange Rede, kurzer Sinn. So entstehen dann plötzlich sogenannte schwarze Schwäne, die zwar sich nicht vorhersagen lassen, aber die eben dann zu solch starken Anpassungen eben der Portfolios solcher Fonds eben führen, die Milliarden von US-Dollar, Euro, Pfund und japanischen Yen eben verwalten. Und so kann es dann eben kommen, dass beispielsweise solche Bewegungen auf den Weg gebracht werden, ja, dass dann eben zum Beispiel, und da reden wir jetzt natürlich nicht vom tiefsten und vom breitesten Markt überhaupt, Eisenerz, da wird es wahrscheinlich einige Spezialisten geben, aber die arbeiten natürlich nach ähnlichen Modellen. Und wenn bestimmte Kursniveaus über- oder unterschritten werden, dann kommt da durch eine jeweilige Nachricht, die in den Markt kommt oder sonst dergleichen, dann ist es eben entsprechend so, dass die entsprechend ihr Portfolio umschichten müssen. Und in dem Fall zum Beispiel aus Eisenerz long aggressiv sich eben dann short positionieren müssen oder umgekehrt oder nicht short positionieren müssen, aber zumindest mal die Long-Position massiv runterfahren. In einem dünnen Marktumfeld trifft eben dieses Angebot, dieses große Angebot auf eine verhältnismäßig kleine Nachfrage und dann kommt es eben zu solchen Abschlägen, dann in dem Fall hier von 635 in dem Fall auf 600, aber wie gesagt, das ist noch nicht dramatisch, also da gibt es ganz andere Kursverläufe. Aber für uns ist es natürlich dennoch relevant, weil es, wie gesagt, eine positive Korrelation zwischen Eisenerz und dem Australdollar eben gibt. Und der hat infolgedessen eben jetzt heute, oh jetzt, ich gehe wieder zurück kurz zum DAX, müssen die Order wieder anpassen. Ja. Genau, wollte ich dir auch gerade sagen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Wundert mich aber auch ein bisschen, wie der DAX sich aktuell verhält, weil Bayer jetzt auch einen Kursverlust von über 11% hat, aufgrund eines Gerichtsbeschlusses bezüglich Glyphosat. Wenn du es nicht gesagt hättest, ich hätte es sofort vermutet, ehrlich gesagt. Also wenn ich Bayer-Aktionär wäre, wäre ich sauer, ganz ehrlich. Also wenn ich Bayer-Aktionär wäre, ich wäre extrem sauer. Durchaus, ja. Und was, wie gesagt, also nicht, dass man jetzt irgendwie, ich glaube, das Thema, das bietet sich jetzt an der Stelle vielleicht nicht so an, aber was sich natürlich fragt, ist, warum kommen die ganzen Gerichtsentscheide eigentlich jetzt, nachdem Bayer dann Monsanto übernommen hat, warum sind die eigentlich nicht vorher über den Ether gegangen? Ja, interessanter Gedanke. Das haben andere tatsächlich heute auch schon angemerkt. Aber du, das ist bestimmt reiner Zufall. Also das hat jetzt nichts irgendwie mit irgendwelchen Handelskonflikten oder so zu tun. Das, ja. So, warte mal, 67. Also ihr seht, das Einzige, was hier aktuell, wie gesagt, stattfindet, ist einfach ein Anpassen der Orders und wir warten, bis der Ausbruch eben erfolgt. Passiert übrigens nicht allzu häufig. Dass dieses Geplänkel eben stattfindet, aber der heutige Tag ist natürlich prädestiniert, ehrlich gesagt, dafür, wenn man sich, wie gesagt, die Fed vor Augen führt und die Option, dass der Markt einfach verhältnismäßig unsicher ist, einfach in welche Richtung es geht. Also nicht, dass es nicht equity-freundlich wird, also ich glaube, davon dürfen wir absolut ausgehen, aber nichtsdestotrotz, dass es eben so ein bisschen die Frage ist, nach dem Lauf der jüngeren Vergangenheit, ob das dann in der Lage ist, nochmal dem Markt einen Schub auf der Oberseite zu geben oder ob das nicht eher mal für ein kurzes eher Durchschnaufen eben tatsächlich sorgt. Ja, also wir harren hier im DAX auf jeden Fall weiter der Dinge, die da kommen und gehen wieder zurück zum Euro-Austral-Dollar und hier dann auf die Tagesebene. So, also das ist auf jeden Fall einer der möglichen Gründe, weswegen es hier zu einer erhöhten Volatilität eben heute Nacht erstmal im Australdollar gekommen ist. Es hält sich normal, es hält sich in Grenzen, es ist nichts Dramatisches. Aber es spricht jetzt erstmal nicht unbedingt für unsere derzeit bestehende Position, nämlich aus saisonaler Perspektive. Und ich will das nochmal kurz hier zeigen. Das Fenster, welches wir betrachten, hat tatsächlich schon gestern begonnen mit dem Eröffnungskurs, also beziehungsweise mit dem Schlusskurs von Montag eigentlich schon bereits. Einen Moment, so, ich kopiere das mal eben hier rein, ich habe das natürlich schon ganz vorbildlich alles vorbereitet. So, und ich mache das auch ein bisschen größer. So, also, es geht also um ein saisonales Muster im Euro-Austral-Dollar, welches ab oder im Zeitfenster zwischen dem 19.3. bis zum 10.4. eben tatsächlich läuft. Das heißt also, wir schauen uns dann am,
Ich gucke übrigens parallel auch immer jetzt mal kurz auf die Order, ob ich die nochmal anpassen muss, aber derzeit sieht es nicht danach aus. Also wir halten uns über 7,13, 10 Punkte unterhalb dem Tageshoch im DAX. Also eure Australdollar, wie gesagt, 19.3. bis 10.4. Da hat sich über die letzten 24 Jahre ein Muster herauskristallisiert, wonach eben in 19 Jahren hier der Markt eure Australdollar im Short gewesen ist und im Schnitt dann auf der Unterseite 358 Pips performt hat, während zeitgleich ein durchschnittlicher Verlust entstanden ist von 166 Pips in den 5 Jahren, wo das nicht aufgegangen ist, dieses Pattern. Und dass der maximale DD, der maximale Drawdown, also oder der größte Verlust, der in diesem Zeitintervall entstanden ist, der lag bei 288 Pips. Und daraus lässt sich eben dann ein relativ zügig saisonales Muster ableiten, beziehungsweise ein saisonaler Trade eben ableiten, der sich eben hier dann wiederfindet im erweiterten Sinne. Also sprich, ich bin hier short gegangen, gestern ein bisschen günstiger, ehrlich gesprochen. Also ich habe nicht sofort den Schlusskurs hier verkauft, bei das war ungefähr 59,60, sondern ich bin ein Stück weit höher am Short in den Markt gekommen. Hat sich bis jetzt noch nicht ausgezahlt. Das ist etwas bessere Timing, aber zumindest mal ist es so, dass ich infolgedessen einen etwas weiteren Stop oder beziehungsweise etwas weiter vom derzeitigen Marktniveau meinen Stop platzieren kann. Immer noch im Einklang mit diesem Muster. Und ja, was man dann eben auf der Unterseite offensichtlich erkennt, habe ich hier mit 380, 390 Pips in der Distanz habe ich meinen Take Profit gelegt, was ich also jetzt hier was ich hier gemacht habe, ist im Endeffekt, dass ich einfach nur gesagt habe, ich nehme den durchschnittlichen Gewinn und ich subtrahiere ihn hier von der von meinem Einstiegsniveau. Ich lese auch gerade schon die Frage, welche Kausalität liegt hier zugrunde? Das ist eine Saisonalität. Also das bedeutet, warum dieses Muster auftritt, es tritt auf. Ganz einfach. Also relativ einfach gesprochen. Ja, das ist natürlich angreifbar. Das ist mir auch klar, dass eben gesagt wird, okay, aber warum, wieso, weshalb? Es tritt einfach auf. Also es ist jetzt nicht basierend auf einem Zwischenfall, sondern es ist eben auf die letzten 24 Jahre, in der sich eben hier eine höhere Wahrscheinlichkeit herauskristallisiert, dass das eine passiert, als dass das andere passiert. Und genau darauf basiert eben der Ansatz. Ähnlich könnte man zum Beispiel auch von der Open Range zum Beispiel im Zusammenhang mit dem DAX eben argumentieren. Man kann natürlich eine Erklärung ins Feld führen. Man kann sagen, naja, der Markt tendiert dazu, eine Handelsspanne um die Eröffnung, kurz vor der Eröffnung herauszuarbeiten. Man kann das anpassen auch auf den asiatischen Handel zum Beispiel, dann im Devisenbereich. Dann haben wir einen Asia-Breakout zum Beispiel. Und dann sagt man, naja, und jetzt hat der Markt einfach eine Tendenz, aus dieser Range auszubrechen, weil die Marktteilnehmer dann nach einem Ausbruch eben mehr und mehr beginnen, sich in Richtung dieses aufgenommenen Momentums zu positionieren. Und demnach lässt sich daraus ein profitabler Handelsansatz formulieren. Ob das aber tatsächlich so ist, das macht zwar auf den ersten Blick, macht es Sinn, das so zu argumentieren, aber ob das in der Tat so ist, das ist nicht wirklich, wirklich gesagt. Ähnlich auch zum Beispiel diese Fed Drift, das ist das gleiche Konzept. Wie gesagt, dieses Research Paper, das hat Daten zurückgenommen bis ins, ich weiß gar nicht, ja, 1980 oder so. Und logischerweise hat man versucht, dieses Phänomen zu erklären. Ob das aber der Hauptgrund ist oder nicht, keine Ahnung. Es ist einfach so. Es tritt einfach auf. Es ist eine Wahrscheinlichkeit, dass das eine Szenario mit einer größeren Wahrscheinlichkeit eintritt als das andere. Und das ist eben dann die Basis dafür, warum dieses Setup entsprechend so formuliert wird. Es ist natürlich, es fällt extrem schwer, das so umzusetzen. Und das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, auch dazu vielleicht mal ein kurzer Augenblick. Also das ist tatsächlich nicht schlimm, das hört sich mal so komisch an. Es ist eine ganz natürliche Frage, die sofort aufkommt, die auch einer sogenannten kognitiven Verzerrung, die wir unterliegen, und zwar alle Menschen, unabhängig davon, ob wir Trader sind oder nicht, eine kognitive Verzerrung, die eben Auswirkungen auf unser Trading generell haben kann. Ich will in dem Zusammenhang verweisen auf ein Buch. Einen Augenblick, ich schaue mal jetzt ganz kurz. Das ist von Daniel Kahnemann. Das habe ich schon diverse Male immer wieder thematisiert, auch schon hier in diesem Webinar. Und zwar heißt das Schnelles Denken, Langsames Denken. Auch dazu stelle ich mal kurz hier den Link ein. Schnelles Denken, Langsames Denken. Denken. So.
Und dieses Buch, das thematisiert solche kognitiven Verzerrungen. Also was für uns als Trader natürlich an erster Stelle ist erstmal sehr interessant, das ist natürlich die Verlustaversion, logischerweise. Also das heißt, dass wir Verlusttrades höher gewichten, als dass wir Gewinntrades zu schätzen wissen. Aber nichtsdestotrotz kommen da auch noch andere Phänomene eben zum Vorschein, zum Beispiel, dass wir versuchen, kohärente Geschichten zu erzeugen. Ob das jetzt tatsächlich dann allerdings sinnvoll ist oder nicht, und Statistik zum Beispiel auszublenden. Also das heißt, ja, eine Heuristik ist im Grunde genommen eine Daumenregel oder ein Bauchgefühl, auf das wir uns verlassen. Und wir lechzen danach, eine stimmige Geschichte um eine Gegebenheit, wie zum Beispiel solch ein Pattern, herum formuliert zu bekommen. Das ist etwas, was uns menschlich innewohnt einfach. Und das soll einfach erklärt werden, warum es so ist. Ob das aber in der Tat so ist oder nicht, das entzieht sich erstmal unserer Kenntnis. Dann kommt aber die nächste kognitive Verzerrung, nämlich eine sogenannte Kompetenzillusion oder auch vielleicht auch in gewisser Form so eine Selbsterhaltung. Also diese kognitiven Verzerrungen, die verschwimmen mit der Zeit. Und dann ist es natürlich so, dass wir anhand eben solcher Geschichten glauben, in der Lage zu sein, bestimmte Gegebenheiten nicht nur erklären zu können, sondern auch zum Beispiel vorherzusagen, wie es dann ausgeht. Und diese kognitiven Verzerrungen begegnen uns im täglichen Leben überall, jederzeit. Und gilt es eben tatsächlich auch zu bändigen, denn wie gesagt, die Möglichkeit besteht, dass diese langfristig dazu führen, dass wir Entscheidungen treffen, die vom optimalen, vom positiven Erwartungswert unseres Tradings dann in dem Fall zum Beispiel abweichen und unterm Strich dazu führen, dass wir einen Handelsansatz im Grunde genommen verschlimmbessern, beziehungsweise einen sonst profitablen Handelsansatz durch unsere angebliche Fähigkeit, Kursbewegung vorherzusagen und dergleichen, eben nicht mehr in der Lage sind, dann profitabel durchzusetzen. Also das nur mal in dem Zusammenhang. Aber nochmal, also dieses Pattern, wie gesagt, es tritt auf und die Überlegung ist jetzt einfach, da ist dann die Frage nach dem maximalen Drawdown zum Beispiel, warum ist der relevant? Normalerweise, also es ist zum Beispiel auch in dem Fall jetzt hier für den S&P Trade zum Beispiel, das sind alle drei Trades. Normalerweise arbeiten alle drei Trades nur mit sogenannten Worst Case Stops. Der S&P zum Beispiel in der Basisversion tatsächlich ganz ohne Stop. Also das heißt etwas anderes, es gibt einen Time-Stop und wir lassen den einfach in diesem Zeitintervall von 24 Stunden offen und das war's. Ähnlich kann man das auch argumentieren für solche saisonalen Muster. Ich bin allerdings überhaupt gar kein Freund davon. Ich arbeite immer mit einem Stop und dann in dem Fall mit einem Worst-Case-Stop, an dem sich auch meine Positionsgröße eben orientiert, weil ich nämlich für mich vorher ganz genau festlege, wie viel Geld bin ich bereit, für diesen Trade auf den Tisch zu legen. Sind das 500 €, dann sind es 500 €, dann definiere ich meinen Worst-Case-Stop und ausgehend von den 500 € und der Differenz zwischen dem Einstieg und diesem Worst-Case-Stop, kann ich dann eben entsprechend die Positionsgröße formulieren. Und genau das gilt es eben jetzt dann auch zu tun. Da muss man allerdings ein bisschen, vielleicht kreativ sein, beziehungsweise nicht jetzt einen willkürlichen Stop setzen, sondern was ich halt auch immer gerne mache, ist natürlich einen Stop zu haben, der sich dann auf ehemaliger Volatilität eben berechnet. Und das ist genau das, was ich in allen drei Fällen getan habe. In dem Fall zum Beispiel für dieses Worst-Case-Szenario, diesen Max-DD-Fall, ist es eben so, dass ich sage, okay, der maximale Verlust, der in diesen 24 Jahren aufgetreten ist, der lag bei 288 Pips. Dann gucke ich mir in Relation hierzu die 14er ATR an, das ist die durchschnittliche Schwankungsbreite über die letzten 14 Handelstage. Da sehen wir, die liegt bei derzeit 92 Pips, also rund 100. Ist also deutlich unter diesen 300 Pips oder 288 Pips Max DD. Ja, und dann sage ich einfach, okay, dann ist das Worst-Case-Szenario diese 288 Pips. Und ausgehend davon platziere ich eben entsprechend meinen Stop. Setze den also entsprechend hier 288 Pips von meinem Einstiegskurs entfernt, während ich den durchschnittlichen Gewinn als mein Gewinnmitnahmelevel formuliere. Also das heißt, ich gehe auf den durchschnittlichen Gewinn und was man dann schon erkennen kann, was wir jetzt nicht in der Theorie abarbeiten wollen, aber was wir natürlich sehr gut erkennen können, ist, dass die Profitabilität dieses Ansatzes natürlich enorm gegeben ist, weil wir haben einen durchschnittlichen Gewinn von 360 Pips, den wir anvisieren, bei einem rund 290 Pips durchschnittlichen Verlust. Bei einer Trefferquote von 79% ergibt sich auf jeden Fall ein hochprofitables Setup, gleich ein Setup mit einem positiven Erwartungswert.
Und ja, was ich dann mache, ist im Grunde genommen, da kommt dann nochmal diese Smart Line, also diese gelbfarbene Linie hier ins Spiel. Diese kennzeichnet eben das Ende des Patterns. Also die ist gelegt hier, das kann man erkennen, wenn man da drauf geht, oder beziehungsweise da unten kann man es erkennen. Verzeihung übrigens, ich habe den Tag verwechselt. 19.04. ist es. Der 19.04. ist dann der Tag, an dem ich den Trade rausnehme, unabhängig davon, wo er jetzt tradet. Also hoffentlich tradet er irgendwo im Gewinn, hoffentlich hat er vorher mein vorher definiertes Take-Profit-Level erreicht, aber wenn er irgendwo zwischen Stop und Take-Profit dann pendelt, dann wird er einfach hier entsprechend rausgenommen. Und dann wird der Trade beendet, weil dann dieses saisonale Muster nicht mehr gegeben ist. So, das also zum Euro-Austral-Dollar. Jetzt habe ich gleichzeitig noch einen zweiten Trade. Stichwort war heute früh schon mal Brexit. Pfund Sterling gegen den Schweizer Franken, ebenfalls ein eher exotisches Währungspaar, aber in meinen Augen alleine deswegen super interessant, weil, oh, das ist nicht so gut jetzt. Einen Moment, ich mach's nochmal anders. So. Weil die Trefferquote in diesem Zeitfenster enorm ist in der Tat und sich auch dieses saisonale Muster recht gut einfügt in die Gesamtstruktur, die Pfund Sterling gerade eben präsentiert gegenüber dem Schweizer Franken. Ich will das mal kurz hier zeigen. Pfund Sterling, ich habe das auch vorbereitet. Also, wir haben offensichtlich begonnen, auf Tagesbasis eine Struktur steigender Hochs, steigender Tiefs zu etablieren. Wir haben auch einen ehemals doch relativ signifikanten Widerstandsbereich, so nenne ich ihn mal, hier herausnehmen können, um ungefähr 31, 30, 31, 50 ungefähr, der auch dann hier nicht wieder zurückerobert wurde, so sage ich mal. Die fundamentale Lage rund ums Pfund Sterling ist immer noch meiner Meinung nach verhältnismäßig gut. Es hat sich zur letzten Woche nichts verändert, außer, muss man dazu sagen, außer, dass hier das britische Parlament aktuell keinerlei weiteres Brexit-Votum zulässt. Der Sprecher, der Barco, der hat am Montag schon bereits gesagt, sollte es keine fundamentalen Änderungen geben hier dieses Vorschlags von Theresa May, ihrem Deal, dann gibt es keinen Grund, warum wir da uns jetzt nochmal zusammensetzen sollen und nochmal eine Abstimmung eben zulassen sollen. Meiner Meinung nach absolut nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Und das heißt, dieser Unsicherheitsfaktor, der ist jetzt tatsächlich raus. Es läuft, auch wenn es so ein bisschen der Willkür der EU unterliegt und auch wenn die EU hier auch noch den Daumen senken könnte. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit dafür ist meiner Meinung nach immer noch sehr gering, denn auch die EU ist ganz besonders im Hinblick auf die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich aus handelstechnischer Sicht nicht darauf bedacht, einen No-Deal anzustreben. Genauso wenig wie Großbritannien keinen No-Deal will, auch wenn die Option auf Seiten der EU natürlich eine Option darstellt. Dazu will ich mal ganz kurz Folgendes zeigen. Ich habe auch schon mal eine Slide vorbereitet von einer Webseite, die ich auf jeden Fall empfehle, nämlich tradingeconomics.com. Und da kann man es hier schon im Header sehen. German Producer Inflation Below Estimates. Also heute früh sind Inflationszahlen aus der für das produzierende Gewerbe oder Erzeugerpreise, so vielleicht kann man es besser formulieren, veröffentlicht worden, lagen unter der Erwartung. German Producer Price Inflation Short stood at 2.6 year on year, also bei 2,6% auf Jahressicht im Februar 2016. Dasselbe wie eben in den im vorherigen Monat, als wir einen 8-Monats-Tief markiert haben. Und das war auch unter der Markterwartung von 2,9%. Oder anders formuliert, wenn die Erzeugerpreise fallen, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass generell die Verbraucherpreise wahrscheinlich eher sich auf niedrigem Niveau stabilisieren. Das wiederum impliziert aber auch, dass das wirtschaftliche Wachstum in Deutschland mehr und mehr offensichtlich zum Erliegen kommt. Also das ist ein Indiz dafür, dass auch hier sich am Horizont beginnt, eine Rezession abzuzeichnen, in Verbindung mit einer sich geldpolitisch nicht mehr so locker präsentierenden EZB, die ihre Anleiheaufkäufe ja schon im Januar eingestellt hat. Hast du einfach mal ein Umfeld, in dem du eine Eskalation mit Großbritannien dann vermeiden möchtest. Und das ist also meine Argumentationsgrundlage. Und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass man sich hier auf jeden Fall einigen wird, dass es eine Verlängerung dieser Brexit-Deadline gibt. Man hat ja auch schon diverse Kommentare einiger EU-Offizieller und auch deutscher Politiker diesbezüglich gehört. Also es scheint auf jeden Fall sehr wahrscheinlich. Gut. Das hat Jönker heute Morgen auch nochmal bestätigt, um da mal ergänzend mal kurz reinzugrätschen. Und interessant fand ich aber, dass die EU-Offizielle heute gesagt haben, dass die EU kein zweites Referendum beantragen wird. Das ist
beziehungsweise danach fragen wird. Also Ach das so, schließt sich schon mal die, aus. okay, also sie wird nicht danach fragen, impliziert, aber man würde sich nicht unbedingt verwehren, wenn Großbritannien selbst zu dieser Überzeugung gelangt. Das Das könnte man sollte so man. interpretieren, ja. Also ich muss an der Stelle übrigens sagen, ich fand es faszinierend, letzte Woche schon, als Theresa May in ihren Reden diverse Male immer wieder das Wort zweites Referendum auf den ins Spiel gebracht hat. Das fand ich wirklich echt herausstechend. Das war nämlich etwas, das war eigentlich aus ihrem Mund die ganze Zeit nicht ein einziges Mal zu hören, wurde dann immer mehr und mehr so ein Thema, als sich besonders auch die Opposition der Labour, also die Labour-Partei und hier der Labour-Leader, der Corbyn, auch mehr und mehr offen gezeigt hat für ein zweites Referendum. Und dann hat Theresa May in ihren diversen Reden, die sie dort dann gehalten hat, nach dem Brexit-Votum und nach dem Abweisen eines No-Deals, was das britische Parlament eben auch nicht möchte und dergleichen, hat sie diverse Male immer wieder das Wort zweites Referendum so mit einfließen lassen. Und das ist also nicht nur mir aufgefallen, sondern diversen anderen eben tatsächlich auch. Ich habe der Rede selber, bin ich gefolgt und ich fand das wirklich irgendwie herausstechend, was dann so eine, ja, so das Gefühl hervorruft, man will die Menschen irgendwie so ein bisschen konditionieren, schon mal darauf vorbereiten, da könnte in die Richtung vielleicht mal früher oder später was passieren. Also ich bin mittlerweile weniger überrascht, wenn solch ein Schritt gemacht würde, auch wenn es natürlich dann anders kommuniziert wird und ach, ein Tritt vors Schienbein für die Demokratie und dergleichen. Ich bin mir nicht Genau, so wollte sicher. ich auch gerade sagen. Da könnte man schon wieder in diese Richtung argumentieren, Als aber wenn die gut. Herrschaften das interessieren würde. Also da sind Genau. wir mittlerweile auch, also das kann man so mittlerweile auch so offen sagen. Und wenn man einem Politiker das ins Gesicht sagt, dann grinst er dich auch nur und sagt so, du Tuff, Tuff, und jetzt geh wieder arbeiten. Ja, Papa will bezahlt werden. aber zurück zum British Pfund. Also, und zwar, heute gibt es nämlich noch ganz interessante Zahlen. Morgen gibt es eine ganz interessante Notenbankentscheidung der Bank of England. Also heute wird erstmal die Inflation veröffentlicht. Gestern schon bereits Arbeitszahlen, die veröffentlicht worden sind. Die sind meiner Meinung nach relativ gut veröffentlicht worden. Also Arbeitslosenquote zum Beispiel unter 4% veröffentlicht worden. Und die Inflation, die hat die letzten Monate hier so eine Abwärtstendenz gesehen. Wenn wir es mal auf 5 Jahre uns anschauen, dann sieht man natürlich infolge der Abwertung des britischen Pfund einen starken Schuss auf der Oberseite, der ja auch die britische Notenbank dazu dann veranlasst hat, den Zins damals anzuheben. Und von diesen Niveaus kippen wir jetzt wieder ab, eben weil sich auch das britische Pfund nicht mehr im Abwärtssog wiederfindet und auch die Wirtschaftsleistung in Großbritannien generell so ein bisschen anfängt zu hinken, wo man aber wieder sagen muss, der Arbeitsmarkt, der hat sich dann doch offensichtlich recht stabil wenigstens präsentiert. Also jetzt zumindest mal über die letzte 3-Monats-Periode. Und worauf ich hinaus will, sollten heute diese Inflationszahlen, diese Abwärtstendenz nicht fortschreiben, also sollte es hier zu einer Stabilisierung, vielleicht sogar zu einem leichten Abtick kommen, bis 1,9, vielleicht sogar 2%, dann würde das meiner Meinung nach noch einmal dem britischen Pfund auch dahingehend Momentum verleihen, weil wir haben natürlich auf der Kehrseite eben dann auch eine Bank of England, die morgen trotz der Unsicherheiten rund um den Brexit sich aber eher geldpolitisch neutral äußern dürfte. Und das, muss ich sagen, ist dann doch ein generell eher kurzfristig mindestens positives Bild fürs britische Pfund, was natürlich dann in Verbindung mit einerseits der Struktur hier, die wir haben, als eben auch dem fundamentalen Bild und der Saisonalität in Kombination ein eher bullisches Bild zeichnen. Und allein die Korrektur jetzt auch schon, dieser kleine Rücksetzer hier, den finde ich dann eben durchaus auch interessant. Und wie gesagt, kann mir sehr gut vorstellen, dass wir zeitnah das Aufwärtsmomentum nochmal aufnehmen. Vorausgesetzt natürlich, dass es am Markt ruhig bleibt. Denn das muss man auch natürlich berücksichtigen. Der Schweizer Franken ist natürlich ein gemeinhin als klassischer sicherer Hafen bekanntes Asset. Heißt, etwas anders formuliert, dass in Zeiten finanzieller Unsicherheit natürlich die Möglichkeit bestünde, dass eben dann stärkere Nachfrage in den Franken käme, was dann dazu führen kann, dass eben hier eine stärkere Beschleunigung auf der Unterseite stattfindet. Aber in Summe ist es auf jeden Fall erstmal meines Erachtens nach so, wenn man sich diese Saisonalität eben hier betrachtet, dass ganz besonders auch, dass der Vorteil so ein bisschen auf der Long-Seite gesucht werden dürfte, zumindest für die kommenden 4, 5 Wochen, also für den nächsten Monat, ab heute beginnt, 20.3., da beginnt dieses Setup. Ja, also die Herangehensweise gerade, wie genau im Euro-Austral oder auch, das ist jetzt nur noch eine rein technische Komponente, also Entry-Kurs,
Ich habe ihn jetzt schon gestern, tatsächlich könnte man das Setup auch am 19.3. übrigens sehen. Heute ist dann der 20.3. nochmal ein zusätzlicher Tag. Das orientiert sich am Schlusskurs. Ja, und dann ist es eben so, 24 Jahre, 87% Trefferquote sind 20, tatsächlich nur drei Verlust-Trades gewesen. Der vierte Trade war ein Plus-Minus-Null-Trade. Nach Gebühren habe ich den aber trotzdem hier als Verlust eben mitgerechnet. Und durchschnittlicher Gewinn bei 285 Pips, was schon ziemlich imposant ist, bei einem durchschnittlichen Verlust von 92 Pips und einem Max-DD von 142. Also das heißt, der Maximalverlust, der entstanden ist in diesen 3 Jahren, der lag nur bei der Hälfte des durchschnittlichen Gewinns, was eben die Profitabilität des Setups auf jeden Fall meiner Meinung nach unterstreicht. Martin fragt mich ganz noch, wie funktioniert das mit der gelben Linie? Also das ist relativ einfach. Du legst, also erstmal brauchst du das Mini-Terminal, das muss aktiviert sein. Ja, jetzt gucke ich übrigens gerade nochmal. DAX, einen Moment. Das ist jetzt übrigens nicht relevant. Das warten wir mal gleich ab, ob wir aus der Range nach unten rauskippen, was auch immer jetzt hier gerade passiert übrigens. Vielleicht IFO-Zahlen, kann das sein? ZDW, gerade veröffentlicht werden, habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte nur was, oder war das letzte Woche schon? Ich komme sofort zur gelben Linie, einen Moment. Ich habe hier gar nichts, ehrlich gesagt, was der Grund Ich wäre. kann was, ich kann dann was kurz zur Smart Lines was sagen. Das ist ja ein Teil vom Mini-Terminal und ich habe diesbezüglich mal ein Webinar gehalten und den Link habe ich mal in den Chat kopiert. Da geht es nur um das Mini-Terminal und natürlich auch um die Smart Lines. Ah, okay. Das wäre jetzt natürlich eine Möglichkeit. Darf ich trotzdem ganz kurz zeigen, Ja, wie das das will geht? ich, klar. Nur ergänzen war Weil, das ja. ich finde das nämlich ehrlich gesagt eine richtig coole Sache. Also mal angenommen, wir nehmen das jetzt mal hier auf den DAX. Du nimmst dann so eine vertikale Linie, die legst du einfach rein. Und dann markierst du die so, dass die eben, das kennzeichnet sich dann hier durch diese zwei Vierecke, dass die eben aktiviert ist, wenn das Mini-Terminal drin ist. Und dann klickst du auf Alt-GR auf deiner Tastatur und klickst dann auf diese Linie. Das sieht man jetzt hier nicht, was passiert ist. Dieses Fenster ist irrelevant. Aber auf meinem Parallelbildschirm ist das aufgegangen. Und dann kannst du dieses Ticket zum Beispiel hier, und dann kannst du das auf die jeweilige Uhrzeit ziehen. Also in dem Fall wäre es jetzt hier 13 Uhr, also 2 Stunden wieder abgezogen, 13 Uhr unserer Zeit. Und dann kannst du zum Beispiel 100% zum Beispiel des Trades eben schließen zu diesem Zeitpunkt. Man kann auch zum Beispiel 15%, 50% schließen oder dergleichen. Also man kann da feine, feine Sachen mitmachen und dadurch wird die dann gelb und sobald wir diese Linie erreichen, wird der Trade dann eben rausgenommen. In dem Fall jetzt zu 100% oder eben angepasst auch zum Beispiel 50% beispielsweise. Also auch da bestehen ja auch Möglichkeiten zum Beispiel dann mit Scale-Outs natürlich zu arbeiten und dergleichen. Also das ist echt meiner Meinung nach eine echt coole, feine Sache. Wenn du statt die Alt-GR-Taste drückst, die Alt-Taste drückst, dann bekommst du auch nur das Smart Lines-Fenster und nicht das andere, was du wegklickst. Ah, okay, also Alt auf jeden Fall. Alt und Alt GR. Je nachdem. Wer klicken will, klickt Alt GR. Wer nicht so gerne klicken will, klickt Alt. Genau. Oh, jetzt muss ich mal kurz gucken. Guter Hinweis. Verzeihung. Ja, ich habe hier natürlich einen Fehler gemacht. Long. Da muss Long stehen. Pfund Sterling Long gegen den Schweizer Franken. Nicht Short. Ja, und das wäre es auch tatsächlich meinerseits gewesen. Fast Punkt 10, bisschen drüber. Das ist aber kein Problem. Haben wir sehr gerne die 3 Minuten jetzt noch zusätzlich gemacht. War wieder sehr interessant. Jens hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank auch natürlich an die Teilnehmer, dass sie heute wieder live dabei waren. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. 3.4. ist wieder der nächste Termin. Da freue ich mich schon drauf. Mal schauen, wie die Dotplots heute Abend aussehen werden. Und dann können wir vielleicht darüber sprechen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich noch eine schöne Restwoche. Dir, Jens, natürlich auch viel Erfolg beim Trading. Passen Sie auf Ihre Position auf. Und Jens, sehr gerne das Schlusswort. Happy Trading. Passt aber was auf. Und ich bedanke mich, hier gewesen sein zu dürfen und freue mich natürlich auf den 3.4. Bis dann. Ciao.